wie schmeckt dir denn das Weihnachtsbrot? Ja, Moment, ich bin gerade erst gekommen, aber ich probiere mal. Genial, wirklich super. Prost! Es ist der 23. Dezember und das heißt, hier im Gößlerbräu in Bregenz findet das traditionelle Weihnachtsbocktrinken statt. Und was an diesem Weihnachtsbock so besonders ist, habe ich mir sagen lassen, liegt daran, dass der Braumeister seine ganze Kraft und Energie in genau dieses Bier gelegt hat. Und wie es den Gästen so schmeckt, das hören wir uns jetzt mal um. Saal hier im Gößlerbräu und euch gefällt es mir? Ja, total gut. Ich bin zum ersten Mal, aber es ist super. Und das Bier schmeckt gut? Das Bier schmeckt super, wie immer. Beim wievielten sind wir denn? Beim ersten. Hier im Gößler ist auch die Katrin, die eigentlich ja aus Götzis kommt, aber momentan in Irland wohnt. Und du hast gerade zu mir gesagt, das mit deiner Weihnachtsmütze hat was mit Irland zu tun. Ja, genau, die kommt von der Stammkneipe. Pascal und Mariel? Seid mal ganz ehrlich, das wievielte Bier trinkt ihr jetzt gerade? Das erste halbe. Erste halbe? Das dritte halbe. Dritte halbe. In Irland trinkt man ja jetzt anderes Bier, aber das hier schmeckt ja auch, oder? Auf jeden Fall, Gößler ist super. Und euch schmeckt's gut? Ja, super. Wohl immer. Wohl ganz gut. Super, Pflichttermin. Und was ist denn für dich das Besondere am Weihnachtsbock? Dass es einmal im Jahr ist, dass man die ganzen Freunde trifft, die man sonst nie trifft. Man sieht ja alle Jahre wieder die gleichen Leute. In dem Fall traditionell und immer wieder da. Genau, das stimmt. Jetzt ist ja das Weihnachtsbock nicht nur besonders lecker, sondern es hat so Kirk in sich. Beim wievielte Bier wird es wahrscheinlich heute Abend enden. Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich war jetzt extra noch in dem Lokal unten, habe noch ein riesengroßes Schnitzel gegessen. Ich denke, dass ich dann so drei trinken kann. Aber wenn man Boden hat, geht's, oder? Wenn man Boden hat, geht's, so ist es. Ja, da ich jetzt schon drei habe, würde ich sagen, dass ich vier schaffe. Also, vier? Ja, okay, vier. Okay. Na, in dem Fall eigentlich nur zum Wohl, Prost und frohe Weihnachten. Schwappen, hey, schwappen muss es.